Und wir sind wieder zurück bei den Berserkern. Als Kurator, Skyans, Infiltrator verkleidet. Oh, wow. Oh, ich bin ohne Worte. Ich muss zum Rüstungshändler mal schauen, was los ist. Mir die Hose kaufen, die neue. Jo. Ich habe einer gefunden. Und? Was hast du mit ihm gemacht? Er wird dir keine Sorgen mehr bereiten. Mhm. Da bin ich mir sicher. Aber das war nicht meine Frage. Was hast du mit ihm gemacht? Ich hasse dich, Red. Ich habe ihn laufen lassen. Oh je, ich bin enttäuscht von dir. Hast du mich mit Absicht nicht verstanden, als ich dir sagte, bringe mir die Ergebnisse, die ich hören will? Was ist, wenn er unsere Geheimnisse herumerzählt? Oder schlimmer noch, zurückkommt? Du verstehst sicherlich, dass ich dich dafür nicht bezahlen werde. Oh. Dennoch danke ich dir für die halb erledigte Aufgabe. Ich habe jetzt zu tun. Das ist doch der letzte Dreck. Nee, das ist genau, was wir haben wollen, Nasty. Genau, was wir haben wollen. Wir retten. Wir nerven Red. Wie geht es jetzt weiter? Du bist jetzt ein Werker, also wirst du Werkeraufgaben verrichten. Scrappy, hast du ja schon geholfen, dass unsere Eisenmine wieder in Betrieb gehen kann. Aber ich bin sicher, Torhild oder Tilas haben eine Menge für einen neuen Werker zu tun. Melde dich bei ihnen. Und jetzt gehe ich, habe noch einiges zu erledigen. Verdammt, du wirst mich nicht wieder Unkraut zupfen lassen. Verdammt, Berserker. Das ist das Letzte, was ich will. Hey, yo, Wolf. Nein? Pass auf, wo du hinläufst. Du bist ein Warlord? Mein Name ist Ulf. Warlord Ulf. Merk dir diesen Namen. Okay, Ralf. Und wenn du hier Ärger machst, dann wirst du meine Danya kennenlernen. Danya? Wer ist das? Deine Freundin? Das ist meine Waffe, du Einfallspinsel. Also, wenn du keine Bekanntschaft mit ihr machen willst, dann überlege dir gut, mit wem du es dir hier verscherzen willst. Okay, Fox ist Vater. Verstehe. Tilas! Bin ich direkt neben mir? Kaya, was zu mir endlich zu sagen ich hat? Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ist das nicht der Koch? Kira, wer bist du? Hast du jetzt Zeit, mir etwas über dich zu erzählen? Selbstverständlich. Dass ich eigentlich aus Karakis komme, hast du dir bestimmt schon selbst zusammengereimt. Ah ja. Damit wir uns nicht missverstehen, ich bin kein gebürtiger Verrückter. Ich meine, Morkon. Ihre Abwerber haben mich in die Finger bekommen und in die Grotte geschleift. Hat dort wohl nicht allen gefallen. Aber ob sie die Gefangenen zur Arbeit zwingen oder umbringen, ist bei denen eh ein Dauerthema. Wie gesagt, vollkommen verrückt. Ich erinnere mich an ihn. Wir haben ihn auf der Straße gefunden, neben dem Fort und ins Fort gebracht. Tavar ist auch nicht gerade das Paradies. Jeder Tag, den ich nicht in Karakis verbringe, fühlt sich aber so an. Irgendwann hat man mich einer Gruppe zugeteilt. Sollte mit ein paar Abwerbern nach Tavar und den Lockvogel spielen. Einen Hinterhalt legen, nennt man das, glaube ich. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls wurde ihr Befehl abgeändert. Stellung beziehen und Gegend auskundschaften. Passte dem Boss aber nicht. Hat rumgeschrien, als wären seine Juwelen im Schraubstock. War sonst gar nicht seine Art. Richtig unheimlich war der. Wie heißt der? Den Frust haben seine Leute dann mit der Peitsche an mir ausgelassen. Dass ich dann die Beine in die Hand genommen habe und geflohen bin, leuchtet dir sicher ein. Dann traf ich dich und nun stehe ich hier. Ende der Geschichte. Sehr schöne Geschichte. Fällt uns ein. Oder Nasty? So. Was wollten wir? Let's have a Brille auf. Ich will mir die Hose kaufen. Bist du der Rüstungshändler? Habe ich überhaupt das Geld für eine Hose? Gute Berserker-Hose.
Hey! Schauen wir mal, wie es... Ah, ist die Fahrt. Ist die Fahrt. Verdammt, ist die Fahrt. Ah, nur die Berserker haben die fadesten Hosen. Schaut euch das an. Langweiliger geht's ja gar nicht mehr. Ah. Hey, Tilas. Wie geht's deinem Gehilfen? Wo ist er denn? Ah, hier ist er. Sieht. Nichts auf der Welt sollte geheim sein. Verrate ich dein Geheimnis, dass du kein Berserker bist. Bekomme ich deine Zustimmung, Krieger zu werden? Dir ist es also ernst mit unserer Gemeinschaft. Ich komme wohl nicht umhin, mir Gedanken um deine weitere Karriere zu machen. Bevor ich mir aber den Kopf zermartere, wirst du Fenris einen Brief überbringen. Wieso ich? Er wohnt doch gleich um die Ecke. Wieso, wieso? Mein Lehrling bedarf einiger Sonderrechte. Und wenn ich das selbst mit ihm ausdiskutieren müsste, würde hier gar nichts mehr vorangehen. Der Brief erspart mir also Zeit und Nerven. Nerven, die du gerade strapazierst. Als Krieger wirst du sowieso einige Botengänge erledigen müssen. Da kannst du jetzt schon mal anfangen zu üben. Ich werde in der Zwischenzeit ein kleines Experiment wagen, von dessen Ergebnis unser aller Zukunft abhängt. Mhm. Es wäre mir also ein Anliegen, dass ich meine Ruhe bekomme. So, jetzt soll ich die Nachricht überbringen? Nichts auf der Welt. Du bist es nicht. Ist das der Typ? Direkt um die Ecke hat er gesagt. Fenris, ja. Ich soll dir etwas bringen. Ich habe schon mal so einen Brief von unserem lieben Tilas bekommen. Ich kann mir denken, was der Inhalt ist. Sonderrechte und Elexit. Unter uns, eigentlich steht ihm das nicht zu. Aber er bekommt trotzdem den Zuschlag. Wo ist da die Gerechtigkeit? Seine Fähigkeiten sorgen dafür, dass unsere Leute am Leben bleiben. Wer im Einsatz verwundet wurde, wird von ihm wieder zusammengeflickt. Ihn zu verärgern, wäre somit nicht gerade hilfreich. Außerdem ist er nicht mehr der Jüngste. Ich muss sicherstellen, dass er sein Wissen weitergibt. Wenn ein wenig Elexit ihn dazu bringt, nicht auf stur zu stellen, ist es gut investiertes Geld. Du kannst ihm also sagen, dass ich seine Forderungen erfülle. Das war die ganze Mission. Sehr cool. Du wirst mir auf der Stelle Rechenschaft ablegen. Ein halbes Jahrhundert Forschung in den Händen dieses Beutelschneiders. Erkläre dich. Alles, was ich getan habe, ist, Fenris deine Nachricht zu überbringen. Fenris, Schmenris, der steht doch gar nicht zur Debatte. Ich rede von diesem Scharlatan, den du mir angeschleppt hast. Sid? Welchen Frevel habt ihr ausgeheckt? Wenn ihr mich in den Ruin treiben wolltet, gratuliere. Das habt ihr geschafft. Was ist los? Das Panacea. Meine gesamten Erkenntnisse. Was? Das Allheilmittel. Das Tonikum der Götter. Er hat meine Rezeptur gestohlen. Und wenn schon, du hast sie doch sicher im Kopf. Ich habe sie niedergeschrieben, damit ich sie mir nicht merken muss. Wenn ich mich recht entsinne, hast du den Wunsch geäußert, Krieger zu werden. Mhm. Bekomme ich meine Aufzeichnungen nicht binnen 3 Tagen zurück, werde ich dir meine Zustimmung verweigern. Oh. Brich umgehend auf und lass dich ja nicht in andere Aufgaben verstricken. Wie stellst du dir das vor? Ich weiß doch gar nicht, wo ich nach ihm suchen soll. Ja, denkst du, ich habe die leiseste Ahnung? Du hast ihn doch angeschleppt, also weißt du auch mehr als ich. Diese Aufgabe hat absolute Priorität. Beweg dich endlich. Klasse. Wo soll ich nur anfangen? Vielleicht ist er zum Krater aufgebrochen. Ein Versuch ist es wert. Jasma wäre auch eine Option. Das ist Jasma. Oh, ich rede lieber mal mit Kaya. Alles klar, Mädel? Hast du schon deine Facepaint on? Nein? Nächste später. Folge. Kannst du anscheinend nicht mitnehmen, ohne
dass ich mal den Passus weitermache. Was haben wir da unten? Habt ihr mir was zu sagen? Nein, du? Du hast gesagt, ich soll die Berserker unterwandern. Was genau stellst du dir darunter vor? Kommt drauf an. Welchen Rang hast du denn bei ihnen? Werker. Bei den Werkern haben wir bereits Leute, die uns mit Informationen versorgen. Wir brauchen jemanden im Rang eines Kriegers. Sprich mich nochmal darauf an, wenn du einer bist. Ja. Und Karte sagt, Tilas, da wollen wir hin. Zu Thorhilde. Ich telefoniere nicht, ich mag sie. Thorhilde ist cool. Auch Flag. Nein. Herhören. Ich war in letzter Zeit nicht immer ganz fair zu euch. Oh. Eigentlich noch nie. Fresse, Typ. Fresse. In Zukunft werde ich die Dinge anders handhaben. Ich werde euch nach besten Kräften unterstützen. Und wenn ihr Fragen habt, fragt. Heißt das, wir müssen nachts nicht mehr arbeiten? Nein. Ruht euch aus. Gemeinsam werden wir die Setzlinge zu wahrer Größe heranziehen. Unsere Weltenherzen werden den Fremden zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Jawohl! Auf unseren Schultern lastet unser aller Wohl. Macht euch das immer bewusst. Gutes Gelingen. Die reinste Schlammgrube ist das. Ach, das ist nasty. Ich will Krieger werden und brauche deine Zustimmung. Schöne Augen hast du. Du bist doch gerade erst Werker geworden. Glückwunsch im Übrigen. Danke, aber das reicht mir nicht. Na schön. Ich will nicht undankbar sein. Habe ja nicht vergessen, was du für mich getan hast. Dennoch muss ich deine Fähigkeiten einer Probe unterziehen. Welche Aufgabe wäre also die passende für einen Werker? Nicht unkrat zupfen. Verstehst du dich auf den Karrenbau? Nicht direkt, aber so schwer kann das ja nicht sein. Also nein. Wie sieht es mit der Errichtung von Bewässerungssystemen aus? Hast du darin Übung? Pissen. Ich kann einen Graben schaufeln, wenn du das meinst. Gut, das fällt auch flach. Hast du Talente in der Ziegelgewinnung? Wer braucht schon Ziegel? Ich sehe schon. Aus dir bekomme ich nicht mal einen einfachen Backstein heraus. Weißt du was? Vergessen wir das Ganze. Ich gebe dir eine Aufgabe, an der du nicht scheitern kannst. Nicht unkrautzupfen. Du spielst den Laufburschen. Soll mir recht sein. Ich garantiere dir, du hast die Aufgabe in unter einer Stunde gemeistert. Alles, was du tun musst, ist Astrid aufzusuchen. Sie soll dir ein Bündel gegerbtes Leder aushändigen. Das bringst du mir. Wo finde ich Astrid? Ja, bist du ihr denn noch nicht begegnet? Doch, eigentlich schon. Sie hat ihre Jägerbaracke im Nordwesten, ganz in der Nähe. Wofür brauchst du das Leder? Lasse soll daraus ein paar neue Stiefel für die Setzer anfertigen. Oh, so nett von dir. Ihr Schuhwerk löst sich langsam auf. Und ein paar Fußlappen reichen nicht, um die Löcher zu stopfen. Aber nicht, dass wir uns missverstehen. Das Leder bringst du mir, nicht ihm. Sonst laufe ich womöglich noch Gefahr, dass du ihm die falschen Maße gibst. Und dann kriege ich anstelle von Setzerstiefeln ein paar Trollsandalen. Dafür ist das Material dann doch zu kostbar. Warum ist das überhaupt eine Option, das zu machen? Thorhildes Zustimmung. Ja. Da drüben war sie anscheinend. Okay. Dazu gibt es wahrscheinlich auch noch eine Nebenquest. Habe ich den Troll schon erledigt? Oh, wer bist du? Wer gibt euch das Recht, mir meine Sachen zu stehlen? Kleine, wir verwahren sie nur. Aha. Tu, was Rocco verlangt, dann bekommst du dein Zeug zurück. Das könnt ihr vergessen. Nicht so schnell. Er hat mir noch einen Brief für dich mitgegeben. Du kapierst es nicht, oder? Verzieh dich endlich! Ich stehe auf sture Mädchen. Vielleicht sollten wir zwei auch ein bisschen Spaß. Gut.
Ich bin gleich für dich da. Brauchst du Hilfe mit dem Kerl? Danke, ich komme klar. Jetzt reicht's. Ihr habt ja nichts verloren. Oh, es geht doch. Sie braucht keine Hilfe, hat sie gesagt, oder? Ach, vergiftet ist ja auch toll. Der Mistkerl hat bekommen, was er verdient. Geht's dir gut? Ich habe nur ein wenig die Fassung verloren. Das ist alles. Aber zurück zum Geschäft. Du hast sicher Tierhäute dabei. Was wollte der Typ von dir? Das Gleiche, was alle Männer wollen. Nur ist ihm das diesmal nicht bekommen. Du kanntest ihn, oder? Ihn nicht, aber den Typen, für den er arbeitet. Egal, anderes Thema. Der Gedanke an ihn widert mich an. Was du willst? Thorhild sagt, du hast gegerbtes Leder für mich. Hatte. Es wurde mir zusammen mit einigen anderen Sachen gestohlen. Das ist auch der Grund, warum ich mit diesem Abschaum in Streit geraten bin. Du kannst ihr sagen, dass ich in 4 bis 5 Wochen Ersatz beschafft habe. So lange kann ich nicht warten. Verzeih, wenn ich dir zu nahe trete, aber das ist nicht mein Problem. Wenn Thorhild die heute so dringend braucht, sehe ich nur 2 Möglichkeiten. Die erste wäre, du ziehst selbst ein paar Viechern die Haut ab. 20 einfache Lederstücke reichen. Mit dem Material schaffe ich es vielleicht in 3 Wochen fertig zu sein. Schneller geht es wirklich nicht. Ein Tierbalg zu gerben, braucht Zeit. Und die zweite Möglichkeit? Du begibst dich selbst auf die Suche nach meinen Sachen. Wenn du das tust, sei vorsichtig. Der Kopf der Bande, Rocco, ist gefährlich. Er wird dir mein Zeug nicht ohne Gegenwehr geben. Dafür kenne ich ihn zu gut. Und begleiten kann ich dich nicht. Schließlich muss ich hierbleiben und den Rest meiner Habe bewachen. Der Nächste, der sich bei mir bedienen will, bekommt einen Pfeil zwischen die Rippen. Ich habe deinen Bogen schon geklaut. Erzähl mir mehr über Rocco. Ich habe gelernt, ihn zu vergessen. Aber wenn's dir hilft. Er war früher einer der Gefolgsmänner von Baxter. Du weißt schon, der Halsabschneider, der jetzt den Krater kontrolliert. Unsere Wege haben sich das erste Mal in den Wäldern von Edan gekreuzt. War gerade auf Jagd, als ich über seinen reglosen Körper gestolpert bin. Und der war so zugerichtet, dass es aussah, als hätte er mit ein paar Wölfen getanzt. Naja, jedenfalls habe ich ihn in meine alte Hütte geschleppt und gepflegt. Ihm wahrscheinlich auch das Leben gerettet. Ich gebe zu, als er noch nicht den Mund aufgemacht hatte, fand ich ihn ganz nett. Das hat sich aber schlagartig geändert, als er wieder sprechen konnte. Weitere Details erspare ich dir. Merk dir nur eins, er ist ein Bastard. Wo soll ich nach deinen Sachen suchen? Keine Ahnung. Aber du hast doch schon die Taschen dieses Herumtreibers durchwühlt. Hast du da keinen Hinweis gefunden? Doch, eine Nachricht, die an dich adressiert ist. Na bitte, lies sie und vielleicht ergibt sich eine Spur. Lies es dir vor. Nein, hier. Wo ist die Nachricht? Rückbrief von Rocco. Astrid, warum verstehst du nicht, dass du Schutz brauchst? Meinen Schutz? Ich will nicht lesen. Sie bogen zu Hause und zieht dir etwas Nettes an. Scheiße. PS, lass den Bogen zu Hause und zieh dir etwas Nettes an, Rocco. Sonnenuntergang in des alten Konverters im Norden. Okay. Wir gehen zum Konverter. Und ich ziehe mir was Nettes an. Naja, das reicht, oder? Das reicht doch als Nettes. Und irgendwo schlafen muss ich wahrscheinlich auch. War da nicht der im Bett? Ratte! Miserabelst. Zweiter Versuch. Rattenfreistoß! Ach, miserabelst! Das sind nicht die Rattenfreistoße, die ich brauche für meine Montage. Leider nicht. Sonst noch irgendwo was? Diese Schüsseln haben früher dafür gesorgt, dass fremde Stimmen in deinen Kopf gepflanzt wurden. Wie ein Wurm, der sich durch deinen Gehörgang frisst. Kein Scherz. Wenn du...
Verdammt. Ich habe falsch geschlafen. Und damit ruine ich die letzte Zeit ein bisschen oder auch, ich da mehrere Tage durchschlafe. Bis Mitternacht. Was Hübsches habe ich ja schon an. Könnt ihr meine erweiterte Taschenlampe sehen? Seht ihr das? Unglaublich. Naja, ich weiß. So viel Strahlung. Nichts fresse. Sorry, meine ich. Oh, das schaut romantisch aus. Hey, Rocco. Die Uhrzeit passt. Jetzt heißt es warten. Mal sehen, ob Rocco sich blicken lässt. Ich dabei kochen, sehen. Und ist Rocco da? Was ah, hier das? Wo ist Astrid? Los, spuck's aus! Du bist ja noch hässlicher, als ich angenommen habe. Ich frage mich, was dich qualifiziert, so eine große Fresse zu haben. Zaps. Meine Jungs und ich werden sie dir aber gleich stopfen. Verrate mir wenigstens deinen Namen, damit ich weiß, was auf deinem Grabstein stehen soll. Cooler Schnauzer. Jax, ich kann dich ja nicht dumm sterben lassen. Schluss mit lustig. Du hast genau eine Chance, deine Haut zu retten. Ich nehme an, die kleine Schlampe hat dich losgeschickt, um ihr Zeug abzuholen. Das kann sie jetzt vergessen. Du gehst jetzt zu ihr und überbringst folgende Botschaft. Morgen Abend steht sie hier, unbewaffnet und zu meiner Verfügung. Wenn sie sich weigert, lasse ich meine Leute auf sie los, kapiert? Wenn die alle so wenig drauf haben wie der Kerl, den du geschickt hast, wird sie das kaum beeindrucken. Okay, das war einer zu viel. Jetzt reiß ich dir den Arsch auf. Das wirst du bereuen. Ja, werde ich das. Probier's. Probier's. Auf mit deinen Pfeilschüssen. Macht einen Superkick. Ich könnte meine Sachen jetzt nicht immer. 8 Schuss. Oh, das ist neu bei der Shotgun. Mein Combat Enhancement Mod. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das Nachlöden hast. Das war's mit Rocco. Hoffentlich hat er Astrids Zeug in der Nähe deponiert. Das Nachlöden hört sich auch anders an. Sehr wertvoll. Ich wollte der Captain Zack eigentlich. Fehlendes Talent. Geschicklichkeit. Was beheben wir dann noch? Sollten wir ein Level Up jetzt kriegen? Das down, down, down. Down. Kann man machen. Hab ich gerade. Das war easy. Die Schwierigkeit habe ich mir nicht hochgemordet. Das könnte ich natürlich, aber das macht Gegner nur zu Bullet Sponges. Das macht's auch nicht besser. Das interessiert mich auch nicht ganz dann. Hier drüben. Mal schauen, wie das Lager ausschaut. Das ist einfach ein Weg. Wirklich? Er hat seinen Plastikbeutel gepackt und fertig. Glück gehabt. Zurück zu Astrid. Er hat seinen Plastikbeutel gepackt. Und das war's. Mehr hat er nicht gemacht. Verdammter Loser. Ratte. Ratte! Nein. Verdammt. Verdammt! Gott damit! Ach ja. Wenn du das sagst, ist sicher was dran. An dir sind bald auch ein paar Würmer dran, wenn du kein Interesse an meinen Geschichten hast. Von Rocco zu Nasty-Drohungen. Nasty-Drohungen sind viel Nastier. Aber was für ein Wortwitz. Schrot. Bio. Jo, was geht ab? Mach dir nicht zu viel Licht hier, oder? Was soll denn das? Hier hast du dein Zeug zurück. Du hast dich also tatsächlich mit der Bande angelegt? Gab es Schwierigkeiten? Nicht Rede wert. Rocco ist Geschichte.
Freut mich, dass du ihm seine Grenzen aufgezeigt hast. Hier, das gegerbte Leder. Wie versprochen. Diese Splitter sind für dich. Kleine Entschädigung für die Umstände. Grüß Thorhild von mir. Tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Das schwarze Bild mit mir drauf war richtig cool. Okay, gehen wir zu Thorhild. Das Fliegen schaut auch richtig cool aus. Oh, da gibt's Gegner. Was ist mein Bogen? Hier. Zusammen schaffen wir das. Verdammt, das sind viele Wühler. Die hupfen. Ah, das war eine Mission. Ah, die geben mir auch Leder. Einen Lederbonus auf mich nehmen. Gute Arbeit. Besser kamen Frauen ein paar. Die anderen Fraktionen nicht so wirklich. There you go. Ein Glück. Die Wühler sind tot. Was ist passiert? Etwas, das ich schon lange befürchtet hatte. Wühler werden durch Mana fast magisch angezogen. In Goliath passiert das ständig. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie sich dieses Feld vornehmen. Kommen wir aber zu dir. Hast du erledigt, worum ich dich gebeten hatte? Hier, deine Lieferung. Ausgezeichnet. Die Setzer haben schon genug mitgemacht. Ein paar neue Stiefel werden ihnen sehr gelegen kommen. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Du hast uns mit den Wühlern geholfen und deinen Auftrag erfüllt. Und wenn mir der Kommentar gestattet ist, vom Kriegshandwerk verstehst du mehr als vom Werkerdasein. Red wird von mir nur Gutes über dich erfahren. Du hast meine Zustimmung. Wow, das ist ja mal so richtig scheiße. Okay, Nesty, du wirst jetzt ersetzt. Du wirst jetzt ersetzt. Weg mit dir. Nehmen wir einen coolen Fark mit. Oder kann ich schon mehrere Follower mitnehmen? Rolly, mitkommen. Oh, kann ich nicht. Kann ich irgendwann Upgrades machen auf Episode. Ah ja. Fark, mitkommen. Dein menschliches Bestreben, unseren Lebensraum erhalten zu wollen, ist beachtenswert. Danke. Mitkommen. Komm mit. Okay, gehen wir Nesty zuerst kicken. Da. Wo ist Fark? Mitkommen. Für die nächste Episode. Natürlich, passt. Das hört man gerne. Ansonsten, peace out.